Hallöchen Leute, da sind wir wieder zurück bei The Witcher 3, The Wild Hunt. In ihrem Plus-Modus, mal wieder ein bisschen leiser machen. Schreist so rum und die Musik ist viel zu laut. Und es ist gerade sehr schönes Wetter, es schneit. Gerade hat es noch geregnet, als ich ankam, habe ich kurz ein Nickerchen gemacht. Und jetzt sieht es hier wunderschön aus, muss ich sagen. Was guckst du denn so? Ich gucke meine Rüstung an, meine wunderschöne Rüstung, die wir im letzten Part noch bekommen haben. Und ja, jetzt wollten wir eigentlich diese Quest mit dem Turm hier machen. Welches Level hatten die? 82. Wir können es probieren, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ansonsten hätten wir noch ein paar andere Quests offen, die wir machen können. Vor allen Dingen noch ein paar Schatz suchen, denke ich mal. Hey, ich würde es gerne probieren. Ja, ja, ja. Was gibt's denn? Ich habe eine Aufgabe für dich. Aber wir müssen nicht im Regen stehen. Wir können zu mir gehen und dort reden. Es schneit. Es regnet nicht. Worum geht's eigentlich? Siehst du die Anhöhe hinter dem Dorf? Jahrhundertelang war dort nichts. Bis wir eines Tages erwachten und bumm, stand da der Turm. Und plötzlich schlugen Blitze ein, als ob die Nagelfahr angesegelt käme. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Jemand muss was gegen den Sturm machen. Bei den Wellen können wir nicht zum Fischen oder Plündern raussegeln. Habt ihr versucht, ins Innere des Turms zu gelangen? Ob wir es versucht haben? Noch an dem Morgen, als der Turm aufgetaucht ist. Wir sind alle losgezogen, das ganze Dorf. Wir wollten den Besitzer begrüßen, sollte er friedliche Absichten haben. Oder vertreiben, hätte er Böses im Sinn gehabt. Wir haben geklopft und gepocht, aber niemand kam. Also haben wir die Tür geöffnet. Und unsere Knie sind weich geworden. Warum? Hinter der Tür war eine Fläche aus Wasser. Aber aufrecht. Sowas hatte ich im Leben noch nicht gesehen. Der Druide hat gesagt, das wäre Magie. Er ist mit 5 tapferen Kerlen reinmarschiert. Seitdem kein Zeichen von ihm. Na, das klingt ja alles sehr einladend. Wir werden es uns trotzdem anschauen. Gut, ich werf mal einen Blick hinein. Wenn du drin bist, zieh dich bitte nach dem Druiden und den 5 Männern aus unserem Dorf um. Wäre schade, sie zu verlieren. Du hast mein Wort. Möge Hemdal dich führen. Auch wenn ich nicht versprechen kann, dass die Leben wieder kommen. Es regnet nicht mal, es stürmt nicht mal hier. Ich bin sehr verwundert. Oh, da unten muss ich lang. Ich mag diese Katzenrüstung irgendwie. Wer ist das? So, hier unten lang. Wahrscheinlich hätten wir auch einfach über die Häuser springen können. Wie im letzten Part. Oh, ist gerade so schön. Eigentlich sollte es hier ja stürmen. Aber irgendwie... Ich habe das Spiel manipuliert. Aber ja, mal schauen, was uns im Turm erwartet. Und ob wir irgendwie jetzt schon was irgendwie helfen können. Wenn ich unser Level so anschaue, bezweifle ich das ein bisschen. Ich glaube, hier war so ein fetter Troll da vorne. Wo ist er denn? Hä? Ist er nicht hier? Hm. Da steht er. Aber wir können ihn ja in Ruhe lassen. Er respawnt eh wieder, mehr oder weniger. Oh, jetzt wird er wütend, wo ist er? Wir lassen ihn mal in Frieden. Wir sollen uns erstmal nur um den Turm kümmern. Ah ja, und falls ich heute ein bisschen nasal rede, wundert euch nicht, irgendwie meine Nase regt mich heute wieder um. Ich höre doch... Gibt es irgendwo einen Höhleneingang? Nö. Hier ist auf jeden Fall irgendwo ein so ein magischer Stein. Aber wo zur Hölle? Vielleicht ist er im Turm drin, ne? Ich habe keine Ahnung. Ja, kann sich natürlich hochziehen. Erinnert mich ein bisschen an Tomb Raider. Ich bin gerade tatsächlich... Fallout habe ich aufgegeben. Jetzt spiele ich Tomb Raider. Das hat mich gerade ein bisschen daran erinnert. Aber Geralt soll hier nicht hin und her springen, sondern wir sollen den Turm besichtigen.
Ah, das ist ein normales Portal. Kann man auch hier hochgehen? Nein, natürlich nicht. Ein Portal. Verdammt. Wunderbar. Das Portal ist geschlossen. Von außen sah er kleiner aus. Der Turm? Eindringling erkannt. Nicht weiter eindringen. Sofort umkehren. Umkehren nach Herbeirufen fehlgeschlagen. Ah, Alter! Ich muss nur kurz Gwen einsetzen, sonst könnte es ziemlich hart werden. Der Kampf kann jetzt ein bisschen dauern, es tut mir leid. Na gut, es geht. Golems sind immer, dauern immer ein bisschen länger. Irgendwie kann man auch normal ausweichen. Ich vergesse das immer. Ich mache immer die Rolle. So, ich glaube, das ist ein bisschen besser. Ich wäre ganz froh, dass es Art gibt. Gwen meine ich. Gwen. Ich bin alles durcheinander. Bah. Ja gut, das ist nur ein Kampf. Ich glaube, deswegen ist die Quest auch nur so, so hochlevelig, einfach weil der. Alter! Okay, wir müssen echt aufpassen. Da muss ich echt aufpassen. Ich meine, wir kriegen ihn down, aber ich glaube, währenddessen nicht sterben. Ich muss echt ein bisschen safe spielen. Na, das war. Wenn er seinen komischen Rampage-Angriff macht, müssen wir ein bisschen aufpassen, wo er so nach vorne. Ja. Na komm, ich sollte vielleicht nicht ergreifen. Ich hoffe, es ist nicht allzu dunkel für euch im Moment. Versteck dich doch nicht die ganze Zeit. Ich hoffe wirklich, es ist nicht allzu dunkel. Aber der Golem leuchtet zumindest. Ja, die Hälfte haben wir schon da. Komm, ich will die Quest schaffen. Vielleicht nicht angreifen, wenn er in Verteidigungsmodus geht. Und hier müssen wir ja auch passen bei dem Angriff. Na komm hier, Golem. Zum Glück lädt sich unsere Magie immer recht schnell wieder auf. Wenn wir die ganze Zeit um ihn rumtänzeln. Das ist einfach nur ein Gefühlskampf, also. Ist zwar ein bisschen schwerer, aber bei solchen Kämpfen muss man einfach ein bisschen Geduld aufzeigen. Wir haben es doch fast geschafft. Und es wurde nur einmal brenzlig. Ja, komm her. Oh, jetzt wurde zweimal zugeschlagen. Ich sollte daraus lernen, aber ich kann nicht schnell genug ausweichen. Aber ich denke mir so, ja, vielleicht kann ich schnell genug ausweichen, aber irgendwie. Nicht riskieren. Na komm, ah, sehr schön. Sie wurden wohl auch doch vom Golem empfangen. Huch. Sie wurden wohl auch vom Golem empfangen. Ja. Du musst, ah, okay. Der Leiche, das habe ich nicht mehr gesehen. Endlich ist jemand da, um mich zu befreien. Noch dazu ein berühmter Hexer. Den Göttern sei Dank. Was für ein Glück, dass du in Kovir bist. Hat dich König Tankred geschickt? Oder die Gesellschaft für Magie? Weder noch. Und wir sind nicht in Kovir. Wir sind in Skellige. Die Leute hier haben mich angeheuert. Dein Turm hat einen großen Sturm über die Insel gebracht. Wir sind in Skellige? Wir wurden teleportiert? Oh, es ist viel schlimmer, als ich dachte.
Okay, was geht hier vor sich? Was ist hier eigentlich los? Hat sich der Golem eingesperrt? Wir fragen erst mal weiter. Lass mich raten. Du hast die Kontrolle über den Golem verloren. Er hat dich eingesperrt und mich angegriffen. Nein, es ist nicht so, wie du meinst. Die Golems sind nur eine der Verteidigungsanlagen des Turms. Sie sind Teil seines defensiv-regulatorischen Magikons. Seines was? Seines magischen Verteidigungssystems. Es sorgt dafür, dass nur der Besitzer des Turms ihn benutzt. Wenn Eindringlinge kommen, werden die Zimmer verriegelt und der Zugang verweigert. Und da keiner von uns der Besitzer des Turms ist, hat der Golem mich angegriffen und dich eingesperrt. Und wie umgehen wir die anderen Schutzmaßnahmen? Wir müssen das defensiv-regulatorische Magikon deaktivieren. Der frühere Besitzer des Turms hat eine Abhandlung über das Beseitigen solcher Systeme geschrieben. Gottfrieds omniöffnendes Grimoire. Er müsste ein Exemplar im Turm haben. Bitte such es. Wenn ich es habe, kann ich versuchen, das Sicherheitssystem zu umgehen und dich nach Hause und den Turm nach Kovir zu bringen. Diese sehr, sehr strange Quest, Valucha. Die Leichen dort drüben, das sind die Leute aus dem Dorf, oder? Sie sind vor ein paar Tagen gekommen. Ich war wegen ihrer Kleidung überrascht. Aber ich wäre nie darauf gekommen, dass wir in Skellige sind. Es waren nur wenige, von einem Druiden angeführt. Der Turm warnte sie, aber sie haben nicht darauf gehört. Die Leute von Anskellig lachen bei Warnungen nur. Hätte der Turm sie nett gebeten und ihnen ein Horn voll Met angeboten, dann wären sie vielleicht gegangen. Ich habe schon viele Wunder gesehen, aber ein Turm, der sich selbst teleportiert, ist mir neu. Dieses defensiv-regulatorische Magikon. Ich wollte darauf zugreifen. Es muss einen Fehler gegeben haben. Die Evakuierung wurde eingeleitet. Das Portal hat sich geöffnet und wir wurden nach Skellige katapultiert. Dadurch sind elektromagnetische Störungen entstanden. Deshalb der Sturm. Ich habe versprochen, den Sturm zu vertreiben. Dann musst du Gottfrieds omniöffnendes Grimoire finden. Wie lange sollen die Namen noch sein, mit denen wir jetzt zu tun haben? Du scheinst zu wissen, wer ich bin, aber ich kenne nicht mal deinen Namen. Sigo Bunz, Magier und Zauberer am Hof in Pontvanis. Dieser Turm sollte mein neues Zuhause werden. Ich habe ihn bei einer Auktion gekauft. Einen Turm? Bei einer Auktion? Er gehörte Gottfried Stammfeld, einem bekannten Magier. Als er starb, haben seine Erben den Turm versteigert. Sie waren sehr misstrauisch. Niemand traute sich nachzusehen, was Onkel Gottfried in seinen bunten Gläsern aufbewahrte. Also ob die Inhalte ihn den Geruchssinn und sein linkes Auge gekostet hatten. Sie wollten den Turm mit allem darin verkaufen. Der Preis war unschlagbar. Ich konnte nicht widerstehen. Hey, ich kaufe einfach irgendeine Auktion, irgendeinen komischen magischen Turm, für den ich keine Ahnung habe, was er macht. Und der dann so ein Verteidigungssystem aktiviert, wenn ich ihn betrete. Alles klar. Es ist an der Zeit, von hier zu verschwinden und den Turm heimzuschicken. Wo finde ich Gottfrieds Abhandlung? Weißt du das? Die Bibliothek wäre ein logischer Ort für die Suche. Der Schlüssel müsste im Labor sein. Wo liegt das? Wenn du den Raum gegenüber betrittst, siehst du links das Labor und geradeaus die Bibliothek. Aber vergiss nicht, du bist ein Eindringling. Der Turm wird versuchen, dich aufzuhalten oder dir das Leben schwer zu machen. Wir werden sehen, wer zuerst kapituliert. Will der gerade vor losschreien? Ah, okay, das hat er gemacht. Müssen wir erst dahin? Map. Ja gut, die Map hilft uns hier nicht so viel weiter. Ah, dann müssen wir da wohl später hin. Ich kann hier mal die Fackel machen. Damit ihr auch ein bisschen was seht. Was heißt denn hier wässrige Gegenmaßnahmen? Sind das die wässrigen Gegenmaßnahmen? Wohin muss ich eigentlich? Komme ich hier durch? Okay, nicht wirklich. Ich dachte, da geht's weiter. Es sah zumindest so aus, als ob es da weitergeht. Es ist einfach so mega dunkel hier. So.
Bisher sehe ich noch keinen dieser Gegenmassen, aber ich glaube, hier kommt noch ein bisschen was auf uns zu. Oha. Ah, halt, coole. Ich will mal kurz mein Zeichen wieder ändern. Das Art hier. Boah. Ich bin ja froh, dass sie nicht Level 81 sind mit der. Wie der Golem. Das war einfach zumindest ein bisschen was. Das ist immer noch arschdunkel. Die Tür macht das bestimmt noch schlimmer. War das Bestien? Noch mehr Bestien. Gargoyle, alles klar. Okay, soll ich mal wieder Gwen benutzen? Zum Glück ist sie ja sehr viel schneller down. Autsch. Nein. Naja, spuck mich nur an. Nur noch was? Ein Werwolf. Alles klar. Okay, den machen wir zumindest ein bisschen Schaden. Ist doch nicht ohne der Turm, aber... Jawohl, wir kommen schon dagegen an. So, ich hoffe, das war's jetzt. What the fuck? Hallo, Kuh. Zumindest tust du mir nichts. Ja, erstmal eine Kuh herzaubern. Hallöchen, oh, hat sich hingelegt. Na. Dieses Spiel ist sehr, sehr strange manchmal. Ah, so, aber wir nehmen erstmal das mit, was wir mitnehmen sollen. Ah, hier ist noch eine Truhe. Hier war. Spannende Sachen sind auch nicht drin. Ah, meine Nase ist schon wieder so zu. Das muss der Schlüssel sein. Das hat doch gestern besser geklappt, als ich gedacht hätte. Na, Kuh. Die arme Kuh wird wahrscheinlich hier drin verhungern. Aber ja, gut. Wenn der Turm das so will, dann soll das halt machen. Ah, hier, guck mal lang. Vollständigkeit der Sammlung in Gefahr. So, mal schauen, was der Turm jetzt auf uns zu werfen wird. Hier gibt es viele Bücher. Huch. Alchemie für Probleme im Haushalt. Band 3. Das ist es nicht. Huch. Wer ist wer unter den Zauberern Kovirs? Alles Klärchen, eine Schatztruhe. Na, den schauen wir uns gleich an. Angewandte Golemantie. Ich muss weitersuchen. Golemantie, alles klar. Ah. Gottfrieds omniöffnendes Grimoire. Das ist es. Okay, das werde ich jetzt aber nicht lesen. Oh. Sieht aus, als wäre er erstickt. Der verdammte Turm will mich vergasen. Ja. Ich verschwinde schon. Zum Glück war das Gas nur örtlich begrenzt für die Bibliothek. Sonst wäre das, glaube ich, nicht gut ausgegangen für uns. So, es ging ja schneller als gedacht. Und die Gegner waren zum Glück nicht so stark wie der Golem am Anfang. Hier noch irgendwas um uns. Ja, wir reden noch mit ihm. Hast du den Folianten gefunden? Ist es das hier? In der Tat. Tritt ein wenig zurück. Ich muss die Barriere deaktivieren. Isolationskammer offen.
Beunruhigende Hinweise auf Freiheit. Alles klar. Geschafft. Endlich. Sah einfach aus. Der schwierigste Teil kommt erst noch. Wir müssen ins Innerste des Turms vordringen und einen Deaktivierungszauber sprechen. Der Turm wird bestimmt alles tun, um uns aufzuhalten. Na dann los. Geh voraus. Wir müssen in die Kammer in der Mitte gelangen. Ich will nochmal gucken, ob da hier noch irgendwas ist. Eine Schatztruhe. Das defensiv-regulatorische Magikon könnte reagieren. Pass auf! Na los. Geleiten Sie den Weg. Wer ist der Sigo? Osweil Iferen Advigiat. Oh Gott, ich muss es ihn, glaube ich, verteidigen. What the fuck? Habe ich denn gesagt, ich will nicht noch einen Golem haben? Autsch! Ich glaube, das war der Magier. Ja, Turm. So, der ist zum Glück ein bisschen schneller down als die anderen gerade. Der Magier hilft uns auch ein bisschen. Spaß. Gibt's hier noch irgendwas? Ja, ein paar Bücher. Wahrscheinlich, die wir schon gelesen haben. Oder? Ah. Zumindest nichts Neues. Hier ist ein Orden. Den Schatz, guck ich lieber mal nach. Oh, da war sogar ein Schwert drin. Wir haben nicht erst ein neues bekommen oder so. Gottfrieds Abhandlung war sehr hilfreich. Es ist vorbei. Wärst du nicht gekommen, würde ich immer noch im Käfig stecken. Das ist nur eine Kleinigkeit. Nimm sie als Zeichen meiner Dankbarkeit. Danke, aber ich wäre noch glücklicher, wenn du diesen Sturm stillen und den Turm woanders hinbringen könntest. Ist so gut wie erledigt. Und solltest du nach Kovir kommen, besuche mich in Pontvanis. Aburagi Varatern! Halt, was tust du da? Auf diesem Weg. Die Tür! Geralt und seine Portale. Aber zumindest haben wir den Turm. Ja. Was auch immer, weg teleportiert. Du bist am Leben? Und gesund und munter? Ich bin nur klatschnass. Zeigst du mir, wie man fliegt? Ein andermal vielleicht. Was für Wunder! Bumm! Blitz! Der Turm ist verschwunden und du bist vom Himmel gefallen! Und der Sturm? Er war sofort weg. Habe ich nicht gesagt, dass wir einen Hexer brauchen? Ein Experte ist immer am besten. Und die Arbeit eines Experten muss belohnt werden. Weißt du was, ich will immer nicht widersprechen, wenn die eine Belohnung angeben, geben wollen, sagen wir so. Aber keine Ahnung. Man würde ja denken, sie brauchen uns nichts zu geben, aber irgendwie bestehen die Leute immer darauf, dass sie einem das geben. Da will ich das denen immer nicht abreden, deswegen stimme ich immer zu. Ich wusste, dass die Arnskelliger ehrliche Leute sind. Wenn du wieder hier bist, komm vorbei. Wir werden dich mit offenen Armen empfangen. Danke. Lebt wohl. Warte, Hexer. Hast du meinen Bruder dort drinnen gesehen? Er heißt Horn. Er ist mit dem Droiden und ein paar Jungs reingegangen. Na komm, wir sind mal ehrlich.
Ich habe eure Freunde gefunden. Sie waren leider alle tot. Tut mir leid. Ich habe ihm gesagt, dass er nicht gehen soll. Aber er wollte Ruhm. Ach. Lass uns nach Hause gehen, Jarl. Es bringt nichts, hier rumzustehen. Leb wohl, Hexer. Danke nochmal für deine Hilfe. Kein Problem. Ich machte die Quest. Die hat wirklich den ganzen Part in Anspruch genommen. Ich wollte nur noch mal die Schwerter angucken, die wir bekommen haben. Und dann schaue ich dann mal für den nächsten Part, was wir dann für die Quest machen. Stelle mich mir auf den Steg. Das ist ein bisschen ruhiger. Siehst du, ich wollte die Mod noch aktivieren, mit der wir alle XP kriegen. Vielleicht mache ich das auch mal zwischendurch jetzt noch. Das habe ich nämlich auch vergessen. Aber ja, ich wollte nur noch mal die Schwerter angucken. Die zwei waren das. Minus 30, minus 41. Ja, leider. Nicht so gut. Aber wir haben erst eine neue Rüstung bekommen. Die immer noch sehr, sehr cool aussieht. Und ja, ich glaube, das war's. Vielleicht ist es ein bisschen kürzer, nicht die ganzen vollen 30 Minuten am Part. Aber ich glaube, das ist ein ganz guter Abschluss hier für den Part. Die Quest abgeschlossen. Der Turm ist weg. Das wird erst wieder gut. Und ja, im nächsten Part schauen wir dann mal, was wir dann machen. Bis dahin, Leute. Macht's gut. Und ciao. Ja, dann gehust erstmal ein Video voll zum Abschluss. NPC.